Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Ja, es geht weiter mit uns. Es ist eine frische Folge, wir jetzt kam am Samstag und Sonntag keine. Ich war ein bisschen angequengt. Bin ich immer noch. Und dachte mir, machst du heute montags wieder frisch eine Folge für die ganzen Wochen. Ich nehme mal eine Woche im Voraus auf. Und ich bin überlegen, wo gehen wir hin? Gehen wir da oben hin? Ich würde sagen, ne? Wir hatten uns das Schneelevel ja schon gegrabt. Ich will mal hoffen, dass die Sounds von Donkey Kong jetzt nicht allzu leise sind. Ich habe die mal jetzt leiser gestellt. Weil es mir doch immer öfters aufgefallen ist, dass der Sound irgendwann auf einmal lauter wurde gegenüber meiner Sprache. Wobei ich das Headset einfach 5 Kilometer nach oben schieben könnte. So, ab in das Ding. Habe ich eine Mücke hier drinne? Scheiß Mistvieh. Wann kommt das denn jetzt? Ich will doch nur spielen. Okay, dann hat das nur durch die... Danke. Nur durch die Wand jetzt geglitscht. Das haben wir ja schon gemacht. Aber wie gesagt, nicht allzu weit. Eine 10-Minuten-Folge wie immer. Und wir versuchen jetzt erstmal hier drüber zu kommen, irgendwie. So. Da ich mich erkenne. Ja. Ich weiß ja nicht warum, aber. Ich bin ja für berüchtigt, die Dinger hier super gut drüber zu klettern. Was ein bisschen weird ist. Und haben wir noch Munition. Ich glaube, wir sind so gut wie voll. Was haben wir denn hier vorne? Ah, hier geht's gleich direkt nach oben. Über den Wolken. Nein, das ist zu tief. Again, please, again. Was mögen wohl die Ringe wieder für uns machen? Okay. Okay, Glück gehabt. Ah, kriegen wir eine Banane? Oder irgendwas Mysteriöses befiegt sich da hinten drin, dann gehen wir gleich direkt rein. Ja, scheiße sind. Hallo? Ah, gut, Kamera. Verwie mich auch noch morgens. Aua. Ich muss ja an die neue Steuerung gewöhnen. Stimmt ja. Hier. Weil ich ja mit Viereck jetzt schieße, anstatt mit der 1. Das liegt daran, da wir Donkey Kong einspielen. Donkey Kong Country. Und da muss ich die Steuerung ein bisschen anders haben. Mysteriös. Nein, geh weg, ihr Blutsauger, geht weg. Ihr wollt noch meine Melone haben. Das ist schon mal nett. Oh, ist doch zu früh. Oh, das war jetzt ein Glücksschuss. Komm hier runter. Ach komm. Kristalle, Kristalle, Kristalle. Und ich weiß nicht, was sie uns erwartet. Da sind auf jeden Fall gelbe Nahen, wo ich gerne hin will.
Ist hier was im Wasser drin oder so? Oh nein, eine Fee. Okay. Und eine goldene Banane. Okay. Top. Yeah. Ah, ist sie gerade weggeflogen, die kleine Sau. Nein. Knapp, knapp. Wieder her, kleine Fee. Da oben kann ich doch nicht hin. Mist. Komm her, kleine Fee. Jetzt haben wir sie. Nice. Jetzt holt sie wenigstens alles wieder auf. Schauen wir mal. Ich verstehe nicht, wie ich da ganz rankommen soll. Ist das denn? Ach, hier geht's okay. Frage, kommen wir da wieder auch zurück? Oder wie kommen wir? Okay, wir gehen wieder da durch. Ich sehe gerade wieder das. Okay, es hat sich geschlossen. Aber wir haben das Ding offen, ne? Ich glaube, das Ding ist ja. Ja, es bleibt ja offen. Dann gehen wir erstmal weiter. Und da konnte ich auch mit Shanky noch weiter. Genau, jetzt kommen erstmal die neuen Kokos hier. Tschüss. Oh, ich bin ein Dummi. Oh, ich mag dieses Level ja jetzt schon. Jetzt kommen wir wieder am Anfang raus, ne? Ja. Ah. Tja, gut. Hab ich jetzt gesagt. Bin ja nicht begeistert von dem Level hier. Ganz ehrlich. Ich werde das hier so genauso machen. Einfach durchgehen. Kann man denn hier gucken, wie viele Bananen ich dafür brauche? 26 habe ich jetzt. Ich meine, dass ich auch, keine Ahnung, 350 brauchen. Naja, 350 könnte werden oder 400. 400 finde ich schon knapp. Das sind fast 80 mit jedem. Oh, okay, ja. Gibt's doch nicht. Das Spiel will mich, selbst ja, am Anfang will mich das ja schon ärgern. Nee. Okay, das meiste. Ja, schon, wir gehen jetzt oben lang. Hallo. Dankeschön. Na, guck mal, hier haben wir schon mal. Der Nummer 1 und der Nummer 2. Ein paar Kristalle, eine Treppe. Die. Okay, die lässt mich auswählen. Okay. Sneaky Little Ninja. Genau gesehen, was da war. Ich habe genau gesehen, dass hier unten die Plattformen sind. Okay.
Hip. Hip. Ich habe die Banane nicht richtig, aber ich bin drüben. Vielleicht kriegen wir schon die erste Plattform irgendwo. Das würde uns einiges erleichtern. Ich muss aber auch mal auf die Uhr schauen. Das ist grässlich. Ah, da ist die eins. Das Garage war uns schon mal den Weg. Ja, ja. Guck, guck. Hier geht's mit Grün weiter. Ich will raus. Komm, jetzt versuchen wir noch. Die Tür noch zu holen. Okay. Easy, easy. Das schaffen wir auch irgendwie. Können wir irgendwas mit den Gräbern machen hier oder so? Und die schauen mir doch. Oder sind die einfach nur da? Kann auch nur sein, dass sie einfach nur da sind. Okay. Back again for business. Okay, der geht raus. Der, okay. Weirdo. Ich hätte doch gehofft. Was geht denn hier unten ab? Hier geht's nur runter. Und scheint bestimmt auch noch was Wichtiges zu sein. Jetzt habe ich nicht. Da muss ich jetzt drauf springen, wenn der reingezogen ist. Okay, der zieht sich ein. Ich bin aber nicht begeistert davon, wisst ihr das? So, jetzt hier hoch und kann ich hier die Nummer 2 kriegen oder so? Alter Gosch hier! Ich werde sie schon wieder eindeutig nicht folgen, aber ich bin schon wieder dabei hier. Im Game, ich bin schon wieder big in the game, big in the game, big in the game. Schnell einsammeln. Wenn ja so viele Bananen. Oh, das Blau. Ja. Mach schon mal aus. Das gleiche Spiel wie eben. Eins, zwei, drei. Ah. Ah, nein. Nein, 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 nein. Okay. Dann sind wir wieder unten. Aber ich würde sagen, ich mache für so einen schrecklichen Start mal kurz einen Cut. Weil die erste Folge wieder zu Ende ist. Und deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kurze Bewertung da. Abonniert und liken nicht vergessen. Deswegen würde ich sagen, bis dahin, euer Flash dabei und tschüss!